Auf dem Hof des Friedrich-Franz-Gymnasiums in Parchim entsteht bald ein grünes Klassenzimmer. Die Schüler selbst kamen bei der diesjährigen Sommerhitze auf die Idee, den Unterricht nach draußen zu verlegen. Diese Idee hat die Schulleitung gerne unterstützt. Mit Hilfe von Sponsoren und vor allem der Sparkasse Parchim-Lübs nimmt das grüne Klassenzimmer langsam Gestalt an. Gerade werden die Gruben für das Fundament eines doppelten Carports fertiggestellt. Unter seinem Dach werden im nächsten Sommer Tische, Stühle und eine Tafel untergebracht. So kann der Unterricht im Freien problemlos beginnen. Dieses grüne Klassenzimmer wollen wir nutzen im Unterricht, also im obligaten Unterricht. Nicht nur grün sagt uns etwas in Richtung Biologie, also nicht nur im Biologieunterricht, sondern in vielen anderen Unterrichtsfächern, um mit unseren Schülerinnen und Schülern näher im Bereich der Natur zu sein, um Unterrichtsinhalte und zusätzlich auch Projektinhalte hier im Bereich, in unserem Umfeld, unserer Schule näher umsetzen zu können. Das Carport wird voraussichtlich in wenigen Wochen fertiggestellt. Über die erste Unterrichtsstunde im grünen Klassenzimmer wird das Friedrich-Franz-Gymnasium zusätzlich informieren.